Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich bin heute mit den Jungs unterwegs. Wir haben jetzt gerade ein Biwak gemacht, weil ich habe euch ja letztes Mal das gesagt, Breakout im Wald. Und genau das haben wir heute mal wieder geübt. Wir haben einfach die Ausrüstung getestet, dass man mal schaut, passt alles, ist das Wetter angepasst etc. Wir haben es uns allerdings diesmal richtig gut gehen lassen. Das war dann eher schon fast ein Clamping als wie ein Breakout-Szenario. Aber das wäre hier zum Beispiel auch der Platz, wo wir dann hin würden, also wo wir hingehen würden, weil hier oben ist man wirklich nicht zu sehen. Den kennt keiner, den Platz. Wir haben eine eigene Quelle da. Also der ist richtig super. Und ich zeige euch mal, was die Kameraden alle für Aufbauvarianten haben. Wir haben also vier verschiedene Aufbauvarianten, was natürlich hochinteressant ist. Wo man mal sehen kann, wie könnte man den im Wald draußen tatsächlich nächtigen. Also, wenn euch das interessiert, was wir jetzt erlebt haben, wie lecker wir gegessen haben, dann bleibt einfach dran. So, und auf geht's wieder in die Berge. Und ich freue mich schon richtig drauf. Das Wetter ist so lala, aber naja, macht ja nichts. Leben in der Lage nennt sich das so schön. Ich wurde in letzter Zeit sehr häufig gefragt, wann ich aus dem Wald war. Und hier sind wir schon beim Holzmacher für den Winter. Hier kommt immer unser großes Winterbiwak mit dem großen Feuer. Da gibt es ein Video dazu. Immer an den drei Verzweigungen, dann zwei und dann kommen die Kirschen dann jetzt im Herbst reif. Bist du mal eine? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber hier geht es ganz steil hoch. Mitten durch den Wald. Ist nicht ohne. Darum findet den Platz auch keiner. Weil kein normaler wird hier gehen. Martin bei seiner Lieblingsbeschäftigung graben. Und die Kameraden schon beim Holz machen. Heute machen wir mal eher Clamping im Berg. Scheiße, ein Datscheofen hat er dabei. Das wird Wahnsinn. Ist gut. Wunderbar. Alles den Berg hochgeschleppt. Ja, das war echt zack. Wir haben unsere eigene Quelle. Das ist richtig cool. Brauchst du die Schaufel noch? Ja. Martin, schmeiß mal deinen Spaten her. Da komme ich mit meiner Schaufel nicht mehr weit. Nein. Ja, das Silke geht recht gut, gell? So, Martin möchte uns irgendwas Schönes zeigen. Bin ja mal gespannt. Schauen wir doch mal. Was möchtest du uns zeigen? Die Totentrompete ist. Das ist normalerweise ein total guter Würzpilz. Ja, sein kann schon, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Der war ziemlich schwarz aus. Ja, der ist total schwarz. Ah, okay. Also der ist und nicht verbrennt. Die klassische Erscheinungszeit ist Allerheiligen, also quasi der Anfang November, was völlig passt. Gell? So kann man eine Tarn jetzt auch zweck im Fremden zum Laub sammeln. So eine Idee wäre jetzt auch nicht gekommen. So, wir haben wieder die verschiedensten Aufbaumethoden. Jeder hat was anderes dabei. Werden wir dann gleich näher schauen. Da jetzt hinten, und da sieht man, wie gut das getan ist eigentlich, ist das Bascha von Highlander. Das passt sich natürlich jetzt im Herbst perfekt rein. Also es ist wirklich kaum nur zum Sehen. Das ist echt super. Vielleicht ein paar Äste drüber und schon sieht man nichts mehr. Also im Endeffekt, bei mir ist das einfach nur eine Plane, die ich vorne und hinten gespannt habe. Also eigentlich wollte ich ein Seil unten durchspannen.
aber dafür ist mein Seil halt zu kurz. Dann habe ich es vorne und hinten einfach gespannt gehabt, an den Seiten gespannt und mittig ist eine leichte Kuhle, also ich habe da genug Platz drin. Es schaut von oben sehr flach aus, aber ich habe echt gut Platz da drin. Das schauen wir uns gleich mal an. Wie ihr seht, das ist wirklich extrem flach. Ist natürlich dadurch schwer aufzuklären, was natürlich gut ist. Schauen wir mal rein. Ja, schaut gar nicht so klar aus. Du hast einen Biwaksack drin, oder? Welchen? Bundeswehr, den Defense Biwaksack. Und was für einen Schlafsack hast du heute dabei? Den Defense 4 habe ich dabei. Du wirst heute mal nicht frieren. Ich werde nicht frieren und innen drin habe ich noch Isomatten. Und Martin erklärt euch jetzt mal, was er hier gebastelt hat. Also das ist eigentlich nur ein Tarp mit einem L-Frame oder A-Rahmen nennen sie das. Das ist hinten einfach abgespannt. Mit Tarnitz drüber? Tarnitz drüber, das ist ja nur zwingend der Gaudi, aber... Das ist sehr stabil, also Da kann schon mal irgendwas... Hier einfach mit Schnürl zusammengemacht. Ja, und dann einfach ein Kreuzbund und genau. Dann mit einem... Dort das unten ist, quasi. Wenn das jemand interessiert, das ist der Trucker's Hitch. Also ist ein Spannknoten, gell? Und innen drin? Legt das jetzt schick gemütlich aus? Also ein bisschen ein Jägerbett ähnlich gemacht mit abgeschlagenen, trockenen Dachsen und gesammelten Laub. Dass er ein bisschen weicher wird, dass wir die Unebenheiten ein bisschen ausgleichen. Also man sieht, was so ein bisschen ein Tarnnetz ausmacht, aber es bricht die Linien und schon sieht man das Tarp lang nicht mehr so gut. So, hier nochmal aufbauen. Ich habe ihn vom Sven, die Amazonas Ultralight. Die ist natürlich echt super, vor allem das ist die Thermo und ich habe hier innen drin meine Isomatte drin, sodass es nicht ganz so kalt wird. Als Schlafsack habe ich heute den Elite 2 dabei, der müsste locker ausreichen. Es sind so, ich sag mal 5, 6, 7 Grad in der Nacht vorhergesagt, obwohl man es hier am Berg nie so genau weiß. Sollte also gerade nur gehen. Und mein Tab ist natürlich das Bascha von Highlander, das habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Und es ist gerade so ausreichend für Hängematte, fast zu klein. Aber ansonsten muss ich sagen, echt gut. Und vor allem die Tarnfarbe bei dem. Also wenn ich das irgendwo ins Laub lege, lege ein bisschen Laub drüber, dann sieht das kein Mensch mehr. Das sieht man, der Alex hat sein jetzt schon mal ein bisschen abgetarnt. Und wird also so gut wie nicht mehr auffallen. Sogar unter Infrarot siehst du ja unter dem Poncho nicht. Weil das ist gar kein großes Problem. Und der Daniel fängt jetzt auch gerade an mit der Abtarnerei. Damit wir hier wirklich, wie im Breakout-Szenario, gar nichts sehen werden würden. Sollte mir wirklich einer da raufkommen. So, jetzt haben wir noch das vom Alex. Der hat das klassische Poncho-Dach gewählt. Erklär mal. Genau, also klassisches Poncho-Dach. Wäre in der Bundeswehr so üblich gewesen, wenn wir es mal gelernt haben. Genau, damals, wo es ein Poncho noch gegeben hat. Und ich habe es jetzt versucht, heute einmal ein bisschen in die Felsen da rein zu arbeiten, damit es einmal ein bisschen einen Reiz hat. Und dann entsprechend abgespannt und getarnt. Ja, Platz geht eigentlich, gell? Ja, schaut gut aus, das danken wir auf jeden Fall. Und ihr seht, wie schnell man sowas tarnen kann, einfach ein paar Asterl und ein paar Bladeln drüber. Gerade, dass die Kanten gebrochen haben. Und schon fällt das lang nicht mehr so auf wie vorher. Das ist von dem her echt cool. Was hast du für ein Schlafsetup? Mein Schlafsetup sind zwei Isomatten. Einmal die, ja, die aufblasbare, als Grundlage okay. Noch die faltbare BWE-Isomatten und dann Biwaksack und den Carinthia Defense 4. Okay, das sollte leicht ausreichen. Ganz leicht, ganz leicht. Dominik hat es so gefallen. Mein Zunder jetzt ist ein Kosmetik-Wattepad. Da ist ungefähr so eine Erbsengröße Vaseline eingeknetet. Und das brennt wie sonst da was, das werden wir gleich sehen. Aber der Hintergedanke ist, dass das ein Multifunktionsgegenstand ist, den ich dabei habe. Wiegt fast nichts, so eine Dose mit den Wattepads. Und da ist so viel Vaseline drin, dass ich das auch als Schmiermittel oder als Creme hernehmen kann. Zum Beispiel, wenn man irgendwie die Füße mal ein bisschen verarzten muss oder so. So, und jetzt fangen wir mit dem Anzünden an. Hier eine schöne Lagergrube ausgeräumt. Reine Erde ist da drin, das haben wir letztes Jahr schon getestet, das heißt, da kann nichts passieren rundherum. Okay, die Äste da links sollen wir vielleicht gleich rein, da, weil sonst haben wir wirklich ein Problem. Genau, die können wir alles kommt gleich rein. Die steht dort, weil der Touch-Ofen muss ja schon mal ein bisschen vorglühen, bevor der überhaupt funktioniert.
Und bevor jemand fragt, ja, wir haben eine Genehmigung, dass wir Feuer machen dürfen. Wer fragt das an, Mann? Danke. Nee, dann ist das Futz trocken, ne? Ja. Wahnsinn, ne? Das ist jetzt nicht. Ne, obwohl das hat Fall. Das hat ja gestern Abend noch geregnet, gell? Macht ja alles nichts. Das Zeug ist trocken, ne? Das weiß ich. Das ist echt krass. Leckerli für den Vito. Ja, da springt er, gell? Ja, ja, ja. Ich hab vorhin in der Memo schon mal einen live gesehen. Ganz lecker Wasser. Martin hat vorher leider etwas aufgewühlt, jetzt haben wir ein bisschen Dreck drin. Ja, schaut super aus. Geht schon. Hilft nichts. Der war sofort dabei. Also uneigennützig, versteht dich. Genau. Video würde auch gerne Vortester machen. Oh, lecker schaut das aus. Ja, Hunger hätte ich ja schon auch. Also, ich jetzt auch. Also habe ich ja schon ganz Zeit. Ich hoffe, das dauert nicht mehr zu lange. Ja, Spaghetti. Selber geschnitzt, kugelfettig, ja. Na, lecker Spaghetti. Also wenn wir da nicht eine Million Klicks kriegen, dann weiß ich es auch nicht. Martin, mixt da irgendwas? Hast du da Zeit? Ja, das ist, das sind praktisch Eier, Salz, Pfeffer und Parmesan. Oh. Das ist jetzt die Grundlage für die Spaghetti Carbonara. Wie geht's denn die Nudeln? Spülen wir mal schnell in Hackelbüttchen. Wie viel? Na ja, brauchen wir schon noch. Also, Spülen wir in Hackelbüttchen. Haben Sie einen ganz harten Kern, oder? Ja. Dann warten wir noch ein kleines bisschen. Dann warten wir ein bisschen. Feinerlich, feinerlich. Nee, ja, ich will. Ja, ich das auch mal probieren. Ja, ich will. Das ist geil, gell? Ja, der ist super, im Teil. Was? Ja, der Effekt vom englischen Epo ist am besten. Ah, geil! Na, wie du schmeißt der schon wieder sein Bier um. Das lag ich, oder? Nein, das ist voll. Voll? Ich glaube, es ist einmal richtig geil. Schmeckt's? Ja, schmeckt gut. Also es ist gerade 17.25 Uhr und im Wald ist es stockfinster. Ich kann mal mein Licht ausmachen. Man sieht nichts mehr. Echt krass. Halb 6 Uhr abends. Ohne Lagerfeuer hätten wir jetzt ein Problem. Hallo Leute, war wieder ein recht lustiger Abend, muss ich sagen, mit den Jungs. War recht cool. Und ich liege jetzt in der Hängematte herin. Habe es mir jetzt gemütlich gemacht und werde jetzt den Abend ausklingen lassen. Also wir sehen uns dann einfach morgen früh zum Frühstück. Ja, gutes Nächterli. 6 Uhr morgens, die Sonne geht langsam auf. Cool. Ich merke es jetzt hier, wenn ich die Hand so raushalte, dieser kalte Wind, der da geht, der ist gar nicht ohne. Also von dem her war es eh nur relativ komfortabel für das, wie kalt es ist eigentlich. Ich glaube, ich hatte in der Nacht irgendwo 2-3 Grad noch gehabt und dann wird es in der Hängematte ziemlich ungemütlich. Eigentlich. Aber für das bin ich ganz gut gefahren. Naja. Auf geht's zum Frühstück machen. Komm mal so, Vito, komm in der Abmarsch, komm. In dem Reservistenkreuz. Du Lauser.
Lecker Spiegelei und Würstel am Morgen. Bist du deppert? Wie viel Kilo hast du dabei? Ja, mit dem ganzen Graf ist es, glaube ich, nicht mehr so wenig. Also hier nochmal das Plätzchen. Man sieht, wir haben es verlassen, wie wir es gefunden haben. Ist nichts mehr da. Wie man das so macht. Hier haben wir quasi unsere Quelle. Also perfektes Platz. Abmarsch mit Ausrüstung. Also das haben wir schon getestet, dass wir schwere Ausrüstung nicht hochschleppen können.